Ich kann mich eigentlich noch sehr gut erinnern, als ich 14 gesehen bin. Und ich finde, ich habe im Leben eigentlich alles richtig gemacht. Aber ich würde, wenn ich genau das denke hätte, was ich jetzt habe, würde ich genau den gleichen Weg machen. Aber ich würde noch mehr lernen, noch mehr bessere Noten schreiben. Das würde ich mehr machen. Und ich würde mir sagen, feiere deine Erfolge und sei stolz, wenn du etwas erreichst. Das habe ich immer sehr wenig gemacht. Miranda Mehmedai, ich bin Filialleiterin der Genossenschaft Migros Basel, die auch ein Teil ist von der Migros Group. Zwar ist jeden Tag das Gleiche, jeder Montag kann gleich sein, jeder Dienstag kann gleich sein. Und trotzdem ist jeder Tag spezieller auf ihre Art. Die Montag von Vorwoche kann trotzdem anders sein als der Montag. Und das ist etwas Schönes in unserem Beruf. Und das Schönste ist, wenn ich meine Kunden richtig kompetent und freundlich und gut beraten kann, dass der Kunde wieder zu uns kommt und er begeistert ist von unserer Freundlichkeit oder Art, ihn bedient zu haben. Und das macht einen mit Stolz, wenn er wieder zurück zu uns kommt. Und du weißt ganz genau, er ist wegen dir wiedergekommen oder wegen meinen Mitarbeitern wiedergekommen. Und das finde ich sehr schön und sehr speziell trotzdem. Persönlich, ich habe immer etwas Mühe mit dem Schreiben im Deutsch, aber da kann ich mich sehr gut auf meine Mitarbeitenden oder auf unsere Stellen von der Migros verlassen, die helfen und unterstützen. Ansonsten hast du mal einen genervten Kunden, wo er nicht zufrieden ist mit einem oder mit den Mitarbeitenden oder mit dem Produkt. Und du schaust einfach immer, dass du so ihn richtig kannst motivieren trotzdem, dass er trotzdem zufrieden ist mit uns und er immer erklären oder sich entschuldigen halt oder immer Geschenk machen, damit er trotzdem sehr zufrieden bei uns ist. Ich bin Filialleiterin der Genossenschaft Migros Basel. Ich führe 2 M-Filialen in Liersel. Ich habe 26 Mitarbeitende. Meine täglichen Aufgaben sind führen, organisieren, planen, Überwachung von dem ganzen Prozess, auch Überwachung von den Kennzahlen. Neben dem täglichen Arbeiten Kundenbedienung, Kundenberatung, Ware auffüllen und so weiter. Mittag fängt um 6:30 an. Dann helfe ich meistens im Laden mit. Tue meine Mitarbeiter unterstützen, wo ich kann oder wo sie Hilfe brauchen, ob sie jetzt in der Frucht- und Gemüseabteilung ist, Metzgerei oder in der Blumenabteilung. Kurz bevor der Laden aufgeht, mache ich einen Rundgang durch den Laden, ob alles okay ist, ob alles in Ordnung ist. Später gehe ich dann im Büro, widme mich meinem Büro arbeiten, mache meine Mails, schreibe und das mache ich halt mehrmals am Tag. Oder den Umsatz vergleichen, ist der Tag vorher gut gewesen oder die Woche vorher gut gewesen und muss irgendwelche Massnahmen eingreifen oder nicht. Und der ganze Tag besteht eigentlich aus Rundgängen, Mitarbeiter unterstützen, Kundenbedienung, Kundenberatung und irgendwelche Mitarbeitergespräche oder so. Und irgendwann so, wenn alles in Ordnung ist und alles tiptop ist und alles erledigt, so spätestens nach der 6 Uhr gehe ich dann heim. Ich bin in Kosovo geboren. Ich bin dort auch in die Schule gegangen bis zu meinem 12. Lebensjahr. Danach bin ich in der Schweiz gekommen, habe hier alle die obligatorischen Schulen bis zum 10. Schuljahr besucht. Dann habe ich in der Lehre die Migros gemacht, die 2-Jährige. Damals hat es noch Verkauf geheißen. Ich habe sie erfolgreich abgeschlossen. Kurz nach dem Lehr hat mein Vorgesetzter mein Potenzial erkannt und hat mich zu den Migros internen Führungskursen angemeldet. Die habe ich eigentlich alle gemacht. Ich war 4 Jahre Fachleiterin Frucht und Gemüse, 1 Jahr lang Fachleiterin Kolonial, danach 2 Jahre stellvertretender Filialleiter. 2 Jahre später habe ich die Filiale Luzer leiten. Das war eine kleine IM-Filiale. Währenddessen habe ich auch die Ausbildung zum Detailhandelsspezialist absolviert und auch erfolgreich abgeschlossen. Und seit 2013 führe ich die Filiale Liersel und bin immer noch dort. Das ist sicher vom Vorteil, wenn man jetzt die Lehre in der Migros gemacht und Step by Step jeden Schritt in der Migros gemacht hat. Aber ich finde, und ich kenne auch sehr viele Filialleiter, die auch keine Lehre in der Migros gemacht haben oder als normale Mitarbeiter angefangen haben und trotzdem ihren Werdegang gemacht haben. Und ich finde, es ist sehr wichtig, dass man den starken Willen hat und bereit ist, dazu zu lernen und gewisse Ausbildungen und Weiterbildung nebendran halt, neben dem Arbeiten macht, dann steht im Migros nichts im Weg eigentlich. Jeder kann, finde ich, das schaffen, aber man muss es wollen.